Liebe Medienvertreter, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer Thorsten Lieberknecht von Eintracht Braunschweig und Kostas Roniatis vom 1. FC Kaiserslautern. Auch in dieser Saison beginnen bei uns natürlich die Gäste. Herr Lieberknecht, Ihr Kommentar zum Spiel. Ja gut, wie sagt man so schön, es war ein intensives Spiel beider Mannschaften, die an einem Freitagabend eben am zweiten Spieltag gezeigt haben, dass sie gerade was die Fitness angeht, auf einem sehr guten Level schon agieren. Und ja, es gab halt viele Momente in diesem Spiel, die hätten ein Tor herbeiführen können, auf der einen Seite, auf der Lauterer Seite, aber auch auf unserer Seite. Und wenn man alles zusammenrechnet, denke ich, ist es dann letztendlich ein Unentschieden, mit dem wir nach dieser 3:1 Niederlage gegen Sandhausen erstmal leben können, weil die Jungs sich mental erstmal sehr stark zeigen mussten. Das, denke ich, haben sie heute wirklich ordentlich gemacht. Es war ein Stück weit besserer Auftritt als gegen Sandhausen, aber nur ein bisschen, weil gegen Sandhausen eben halt auch schon vieles funktioniert hat. Und heute hat man gesehen, dass es richtig ist, eben den Jungs dieses Vertrauen immer wieder zu schenken und unter der Woche eben mit den Jungs zu arbeiten. Und ja, deswegen bin ich froh für die Jungs, dass sie diesen Punkt geholt haben. Natürlich will jeder gewinnen. Das wäre auch möglich gewesen, aber so sind wir erstmal froh, dass wir in dieser Woche doch schon die eine oder andere Lösung finden konnten, auch bei den Standards. Ja, die wurden ja bei uns auch thematisiert, zu Recht thematisiert. Und da heute eben halt auch mit dem FCK eine Mannschaft ist, die in den letzten Jahren auch immer wieder, wenn wir hier gespielt haben, unter anderem auch durch Standards dann sehr gefährlich waren, haben wir uns da, denke ich, erstmal gut aus der Affäre gezogen und gute Lösungen gefunden jetzt in dieser Woche. Und wenn weiterarbeiten und ja, und mit Ruhe eben und sachlich diese Dinge weiter vorantreiben. Costa im FCK wünsche ich natürlich nur das Beste. Danke. Vielen Dank, Thorsten Lieberknecht. Costa, dein Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank für die Wünsche. Ja, in der ersten Halbzeit waren wir nicht gut. Wir waren nicht so, wie wir es eigentlich von uns erwarten. Wir waren nicht griffig, haben die Zweikämpfe in der Regel nicht so geführt, nicht mit der Intensität, wie wir es machen müssten. Braunschweig hat sehr stabil gespielt, hat sehr kompakt gestanden und sehr diszipliniert auch in der Defensive gestanden. Und wir haben keine gute Bewegung gehabt. Spiel ohne Ball, wie man so schön sagt, war bei uns nicht so gut vorhanden. Spiel mit Ball auch nicht so richtig. Und insofern kam dann ja ein biederes 0-0 zustande in der ersten Halbzeit. Das haben wir auch deutlich angesprochen. In der zweiten haben wir den Kampf angenommen und es ging hin und her. Es war sicherlich kein super attraktives Spiel, aber es war spannend. Es gab Torchancen auf beiden Seiten. Und wir können mit diesem Punkt leben. Wir haben zu null gespielt. Herausstellen muss man die Leistung von Marius Müller. Ich glaube, der hat heute nicht nur super souverän gewirkt und Ruhe ausgestrahlt. Er hat auch die wichtigen Bälle gehalten. Und auch Stipe Vucur, der sich auch erstmal hier zurechtfinden muss, hat seine Sache sehr gut gemacht in Verbindung mit Tim Heubach. Das waren ja, so die Jungs, die bisher die Erwartungen in diesem Spiel oder heute Abend erfüllt haben. Alle anderen müssen sich steigern, werden sich auch steigern. Wir wissen, Anfang einer Saison kann nicht alles klappen. Insofern sollte der Trainer auch nicht zu kritisch sein, aber wir werden Sachen ansprechen und es versuchen, dann im nächsten Spiel besser zu machen. Euch wünsche ich eine gute Heimreise, ebenfalls nur das Beste.